So, Dele. Das ist jetzt für heute mein dritter Versuch, das Spiel mal aufzunehmen oder hier ein Video aufzunehmen. Ich grüße euch auf der Map Yasuo V2, die finale Ausgabe. So, als erstes funktioniert das schon mal. Paletten wegsteuern. Das Dach. Vorsichtshalber, man weiß ja nie, wie sich das Wetter so entwickelt. Insansicht, kennt ihr die? Ob ich das da mal eben so hinkriege, ich muss mich gleich noch was klar, habe ich das schon gesagt, was klarstellen, was ich falsch übergebracht habe. Hat mich der Jan am Freitagabend darauf aufmerksam gemacht. Tja. Aber da ich ja erst oder schon im Voraus aufgenommen habe, Tee, ich das jetzt erst klarstellen, ich stelle. Mein Gott, was ist denn das wieder für ein Krampf hier? Manchmal verstehe ich die ganze Physik nicht hier. Da bin ich zu blöd zu. Einfach zu blöd. Das braucht man ja für den Glücklichen sofort den Büsch. Halleluja. Kommt der da hin oder kommt der da vorne hin? Also. Ich stelle es mal jetzt hier hin. Oder? Nein. Ich habe keinen. Ich stelle es ab. Zeigen tut doch nichts drauf. Vielleicht werden wir hier mal. Dann werde ich nicht. Ich bin im Moment arg unschlüssig, ganz ehrlich sagen. Mach ich's, warum? So mach ich's, könnte ich's machen. Deponieren. Wie weit sind wir denn? Halleluja! Noch nicht weit genug, ne? Würde ich sagen. Wir waren noch nicht. Ja, nun komm doch schon, jetzt stell dich doch nicht so an hier. Also wenn es kacke läuft, ne? Dann läuft es aber auch wirklich kacke. Das
fing schon beim ersten Aufnahmeversuch an. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe gestern, wie gesagt, alles abgebaut hier. Alles weg, Monitore weg, Tastatur, alles weg. Den Rechner komplett durchgepustet. Weil da war ja wieder 3 Zentner Staub drin. Ja, gut, das ist allerhöchste Zeit. Alles wieder zusammengebaut, so eingestöpselt und hast du nicht gesehen. Und komischerweise fehlen mir immer mehr USB-Anschlüsse. Ich wollte noch übrigens eine andere USB-Leiste einbauen, das habe ich dann auch nicht angeschlossen. Kriege ich auch nicht angeschlossen. So, genau. So, jetzt muss ich hier mal etwas klarstellen. Ich hatte ja gesagt, ihr könnt hier wahlweise entweder in diesem Trigger die Milch in euren Tanker laden, entweder direkt, ne, wenn hier drinnen steht, über R oder mit dem Schlauchanschluss hier. Dem ist auch so. Aber ich sagte auch, ihr könnt auch wahlweise hier die Milch ganz normal überladen, wie es halt vorher auch war. Und das stimmt so nicht ganz. Ihr könnt hier nur die Milch überladen, wenn ihr diesen Tank nicht habt. Wenn ihr den wieder verkauft habt, also der ist ja, ich wollte jetzt schon sagen, serienmäßig. Den hat der Jan ja direkt verbaut, also der ist ja hier. Aber den kann man ja verkaufen. Wenn ihr den verkauft habt, diese Geschichte hier, ne? Diesen Tank, dann könnt ihr ganz normal hier eure Milch wieder überladen in den Tankanhänger, wie sonst auch. Ansonsten hier, wenn der hier verbaut ist, dann nehmt hier den Trigger normal mit R oder in den Schlauch anschließen. Das musste ich nochmal klarstellen. Da hatte ich was falsch verstanden. Weil bei den Wassergeschichten, da geht es ja. Ne? Da könnt ihr wahlweise entweder so oder so abladen oder überladen. Ja, das dazu. So, das wäre dieses. So, warum der Seedmaster das jetzt hier nicht übernimmt, das verstehe ich auch nicht so ganz. Eigentlich sollte das auch eigentlich schon mal, ne? Aber die will er das nicht. Fragt mich. Ich komme das nicht hinter. Gut. Das ist erstmal das. Yeah. Den Drescher schon mal in Gang setzen. Den lassen wir hier stehen. So. Drescher, der ist da. Einsteigen. So, Mignon. Du solltest jetzt auf und nieder fahren, so, genau, und Hilfe, auf geht's, genau, und wir gehen wieder dahin und steigen aus. Jetzt wollte ich mal eben gucken, padam, 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 padim, padam, padam. Garage. Garage. Hoppala. Ballenstapel. Rundstapel. Heu. Verkaufen. Jawohl. Rundballenstroh. Verkaufen. Jawohl. So, jetzt will ich mal gucken, wie das jetzt aussieht. Gut, das ist dann leer. Aber ich kriege die Dinger nicht weg, ne? Das ist natürlich schlecht. Es wäre schön, wenn man... Moment, hier fehlt jetzt das Dach. Hm? Nanu? Hallo? Hier war doch für noch ein Dach drauf, oder bin ich doof? Sagt mir jetzt nicht die... Oder nicht? Hä?
Also da würde ich dem Jan auch vorschlagen, diese Geschichte hier auch platzierbar zu machen, dass man das auch verkaufen kann. Es wird nicht jedem gefallen. Ich habe ja schon die erste negative Erfahrung oder den ersten negativen Kommentar dazu bekommen. Anführungszeichen negativ. Es ist eine Geschmackssache. Das ist ganz klar. Ja, du kriegst die Dinger nicht weg. Du kannst zwar die Lager hier verkaufen, aber du kriegst diese Lego-Steine nicht weg. Hat da sich sehr viel Arbeit mitgemacht, aber wie gesagt, ich würde sagen, die sollte man platzierbar machen, dass man die auch verkaufen kann. So. Nochmal Garage. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Das werde ich ihm mal eben verklickern, nachher. Aber das, ja. Also ich kann mir wirklich vorstellen, der liebe Balu hat mich darauf hingewiesen. Und im Nachhinein muss ich ihm auch wirklich recht geben. Es wird nicht jedem gefallen. Und die nehmen hier auch immer auf dem Hof. Naja, was heißt viel Platz weg, aber. Ne? Wem das nicht gefällt, der könnte sie wegmachen und sich woanders also die Lager hinstellen. So meine ich, ne? Also das ist oder anders stellen, wie auch immer. Gut, hätten wir das erstmal geklärt. Also dann werde ich dem Jan mal nachher mal Bescheid schreiben, Bescheid sagen. Vielleicht kann er das ja noch ändern. Weil die Map soll ja so circa noch eine Woche, dass sie rauskommt. Der Plan. Schauen wir mal. So, das ist dieses. Jetzt muss ich mal eben gucken. Nein. 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 Die Kaufstation, genau. Die nehmen wir in Schwarz. Ah, bleib hier. Hier bleib. Hier. Ruhig, Brauner. Kaufstation. Was ist sowas? Einstellen. Okay. Aber ich wollte was anderes haben. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier ist er anscheinend nicht. Hier ist halt. Naja, die Universal, aber ich wollte die mit. Die wollte ich haben. Und die
kommt selbstverständlich auf den Bauplatz. Palim, 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 palim. Diddle-di-dim, diddle-di-dam, diddle-di-dum, diddle-di-dum. Ja, es ist alles ein bisschen tricky im Moment. Tricky, tricky. Die stellen wir wieder hier hin, ne? Da hinten hatte ich hier die Lagerhallen und die Pommesfabrik. Ja, komm. Stellen wir hier hin. So. Okäse. Zurück. Den. So. Zack. Ich bin falsch rum. Ich doof, Mann. Nein, so rum, genau. Holz. Geht's. Fahren wir jetzt mal zum Tretsch her. Au! Ist gerade eng, wa? Ein bisschen was enge. Die letzte Zeit, muss ich sagen, habe ich echt keine Zeit mehr. Ich komme zu nichts. Momentan auch hier ein bisschen draußen, so ein bisschen was zu tun. Oder sagen wir mal so, ich möchte oder ich will da gerne was tun. Ist nicht mal ganz so einfach für mich, aber hilft ja nichts. Komm zu nichts. Und ich bin seit ein paar Tagen so was von lustlos. Macht euch kein Bild von. So, wir warten, bis er da oben gedreht hat. Wa? Jo, das Wetter ist ja auch nicht das Beste. Gestern, ja gut, gestern 1. Mai ging es erstaunlich lange gut, dass es trocken war.
erst zum späten Nachmittag hin hat es angefangen zu regnen, aber heute ist ja nur Kacke. Heute Morgen regnet es gerade so ja, eine halbe Stunde Sonne, jetzt geht es wieder los mit Regen. Und da wollte ich eigentlich auch wieder draußen was machen, aber ich kann mich nicht aufraffen. Ich habe mich gestern mit Mühe und Not hier, dass ich meinen Schreibtisch mal aufgeräumt habe und alles sauber gemacht wieder. Es ist ja erstaunlich, wenn man so die Monitore geputzt hat, gar nicht mehr so viele Fliegen unterwegs. Ist schon krass. So, dann machen wir mal eben so ein bisschen mal abtanken. Komm, gib mich dein Rohr. Ich will das Rohr, nicht das Rohr. Ups. Ach, ich könnte ja auch hier rumfahren. Fällt mir gerade so ein. Entschuldigung. Ich muss gleich noch einkaufen. Auch noch. Ach, ist doch alles blöd. Hier fällt mir alles nicht so wirklich. Jetzt sind wir den Stadtteil können wir noch, gell? Ja. Plane ab, schütteln. Plane ab, schütteln. Ja, voll. Und die Bahn braucht dann schon mal wieder nicht mehr. Dann nehme ich den kleinen Sack. Das geht dann. Der reicht ja. Ja, das war so nicht geplant. Der sollte hier eigentlich da stehen bleiben. Der ist ja ganz heute nicht so mein Tag. Nicht so wirklich. Ich glaube, ich gehe gleich wieder ins Bett. Das ist nicht normal heute. So sollte es eigentlich sein. Mann, 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 Mann.
glaube, wenn ihr euch das Video anguckt, wird euch schwindrig. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Kevin, ich komme. Fahren wir hier raus. Ist doch egal. Vielleicht versteht er mein Kevin. Das Kevin, ich denke den. Da ist er. Ich habe ihn gesehen. Hopp, alle auf. Ich stelle dich jetzt mal hier hin. Zack. Zack. Das kann weg. Den fahren wir raus. Ja, jetzt sag ich euch, jetzt was los. Wobei ich schon den ganz kleinen Anhänger nehmen könnte. Naja, egal. So. Da kannst du aber mal gucken, du. Abhängen. Jawohl, ja. Zammerklapp. Ach, hätte ich gar nicht machen brauchen, ne? So gesehen, na egal. Boah, ist das jetzt Hagel? Tatsächlich, ich werde verrückt. Jetzt Hagel, das kommt. Ich kann mir noch entsinnen, das ist aber schon 60 Jahre her. Muss. Alter Falter, was geht ihr jetzt ab? Lecco mio. Straße ist gleich weiß. Wird verrückt. Also ein Mädel am Joggen. Die freut sich. Ja, wie gesagt, es ist schon zig Jahre her. Ich bin sonst immer regelmäßig zum Altwagenrennen gefahren. Ja, heute heißt es Autocross. Früher hieß es Altwagenrennen. Und 1. Mai war in meiner Nähe immer Tradition der deutschen Meisterschaft. An einem bestimmten Ort hier, da bin ich dann natürlich auch immer hingefahren. Bin mit einem Kumpel dahin. Was soll ich euch sagen? Da haben wir einen Schneesturm gekriegt auf dem 1. Mai. Wir hatten das Glück, mein Kumpel und ich, dass wir gerade passend unter dem Bierzelt waren, bevor das richtig anfing. Wir hatten ja noch einen guten Platz. Aber da ging gar nichts mehr. Also sowas hast du auch noch nicht gesehen. Unglaublich. Und erstmal, das hat auf einmal geschneit wie Sau. Und wieder der da vorbei war, die mussten jeden PKW mit dem Trecker vom Acker ziehen. Das waren halt auf dem abgeernteten Acker. Da ging gar nichts mehr. So eine Katastrophe. Das war unglaublich. Und das hier ist auch unglaublich. Das ist der Wahnsinn. Oh.
Wind dazu, Hagel. Hagel wird jetzt ein bisschen weniger, aber upsala. Irre. Ja, ja. Also ich glaube, ich werde heute nicht mehr im Fahrrad einkaufen fahren. Ich warte, bis die Tochter von der Arbeit wieder da ist. Die Geschäfte haben ja lange noch auf. Also das tue ich mir nicht an. Dann bist du gerade da, trocken war, und dann geht das wieder los. Da ich selber ja kein Auto mehr besitze, schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Weil es einfach finanziell nicht mehr dran saß. Weil im Hartz IV bist. Und ich hatte einen schönen 740er Volvo GL. Ein total tolles Auto. Das habe ich sehr, sehr ungern verkauft, aber ich will es machen. Das Auto hoch 2 Tonnen. Eigengewicht. Und ja, dementsprechend braucht ihr natürlich auch Benzin. Das ist ja ganz klar. Hier im Standverkehr 15 Liter, das war ja mal völlig normal. Ja, und das kann man sich dann als Hartz-IV-er nicht unbedingt so leisten. Da kommen Reparaturen dazu, TÜV-Abnahme, hast du nicht gesehen. Tja, da muss man sich dann halt schweren Herzens von sowas trennen. War ein richtig tolles Auto. Das habe ich auch sehr gerne gefahren. Aber wie gesagt, was hilft es? So, das ist dieses. Den Drescher noch eben holen. Nee, Quatsch, der bleibt da stehen. Der bleibt ja da stehen. Ja, Leute, damit haben wir das erste Feld abrasiert, ne? Dann bedanke ich mich, mein Gott, bedanke ich mich fürs Zugucken. Ich hoffe, das Chaos war nicht zu schlimm für euch. Und dann ja, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wäret. Ein Däumchen wäre auch sehr schön. Vielleicht auch ein Like. Beziehungsweise ein Abo. Like. Däumchen ist ja ein Like. Ihr merkt, ich bin nicht so gut drauf. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Macht, was ihr wollt. Bis später. Wir sehen uns. Tschüss.